Ja, grüße euch, liebe Messerfreunde, zurück auf meinen Kanal. Zum nächsten Teil meiner Shirogorov-Serie. Und zwar haben wir heute ein ganz spezielles Messer, zu dem ich aber leider nicht so viel sagen kann, weil man findet sehr wenig über das Messer. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wann das, also was für ein Jahr das ist. Das ist so zwischen 2008 und 2011 gebaut worden, was ich weiß, in der Ausführung. Ich habe zwar das ganze Paperwork ist dabei, aber ich kann nicht wirklich gut Russisch, muss ich sagen. Von daher kann ich euch da nicht viel sagen. Und zwar ist das, 110er Shirogorov. Das ist der direkte Vorgänger, soweit ich weiß, vom 111er. Sigma, glaube ich. Sehr ähnliches Design, sehr ähnliche Größe. 110 deswegen, weil es genau 11 cm ist, die Klingen. Beim 111er ist es etwas länger. Und was sind die Unterschiede? Wie gesagt, der größte Unterschied ist da der Verriegelungsmechanismus. Da haben wir so einen Subliner Lock und da haben wir eben das, den Axis Lock. Ansonsten sind sich die beiden Messer sehr, sehr ähnlich. Verbaut haben wir da den CBM 154 CM V6. Ist okay, der Stahl ist jetzt nicht der beste. Spätere Versionen dann von dem Messer haben dann Carbon gekriegt, Titanbocken gekriegt. Also die gibt es in verschiedene, oder Voll-Carbon gibt es auch. Das hat jetzt so blau-schwarzes G10 verbaut. Das waren halt die ersten Versionen. Die haben auch noch die alten Achsschrauben, was mit einem Innensechskant sind. Ja, der Clip ist aus Titan. Sehr, sehr tauglich, muss ich sagen. Also der ist richtig tauglich. Das ist, wenn nicht, einer der besten Clips überhaupt. Larven tut das wirklich sehr, sehr weich. Mit dem Axis Lock, also das ist... Der Klingenlauf ist so geschmeidig. Also das läuft auf Washern. Ich weiß nicht, ob man es... Nein, sieht man nicht. Aber das läuft auf Bronze-Phosphor-Washern. Und ist wirklich traumhaft, der Klingenlauf. Ah, da sieht man sogar das Baujahr. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Cool. 9/2012. Geil. Jetzt weiß ich, wie alt mein Messer ist. Cool. Das habe ich noch gar nie gesehen. Wie bist du, Narisch? So genau schaue ich. 9/2012. Also das dürfte eins der letzten Modelle sein, die was so gefertigt worden sind. Richtig cool. Jetzt taugt es mir gleich noch mehr. Klingenstand perfekt. Ja, ich kann eigentlich sonst nicht mehr viel sagen zu dem Messer. Ich habe es noch nie auseinandergebaut, weil ich Axis Lock hasse eigentlich zum Auseinandbauen. So finde ich es ein relativ gutes Lock und es ist absolut nicht vergleichbar mit einem Benchmade jetzt, wo das alles so ein bisschen billig daherkommt, will ich nicht sagen. Es gibt so viele Benchmade-Fans da draußen, ich will da niemanden verärgern, aber oder sticky ist, oder also da ist das. Das ist null sticky, das wackelt nicht, also das ist richtig hochwertig bei dem Messer und der Klingenlauf ist einfach nur sensationell, also wirklich, das ist so wach. Also ein Messer, was auf Waschern läuft und da hinten, also das verriegelt da so schön mit dem Axis Lock, mit der Feder. Ist jetzt ein Messer, was ich wirklich nicht trage eigentlich. Ich trage zwar alle meine Messer, habe das auch schon ein paar Mal mitgehabt, aber dadurch das relativ fette Titan-Liner hat und relativ groß ist, es ist
ja, es ist jetzt nicht dramatisch schwer, aber es ist schon eher schwer, sehr groß. Natürlich ist es nicht so breit, es baut relativ schmal auf. So von der Breite her jetzt da. Dick ist es wieder doch, also das ist schon relativ stark. Also da hast du schon richtig was in der Hose wieder mit da. Das ist halt 14,6, das ist halt nicht der beste Wert. Dafür liegt es ungemein gut in der Hand. Man kann da ein bisschen vorgreifen. Man hat da die ausgeprägte Schleifkerbe, da würde ich sagen. Aber dadurch kann man ein bisschen vorgreifen. Ist auch wieder wie jedes Giro sehr fein ausgeschliffen eigentlich hinter der Fasen. Ich würde sagen feiner wie es 111er. Ja, wir haben da knapp unter 0,5 hinter der Fasen, also auch wieder ein richtig guter Slicer. Hat noch immer die Werksschärfe, soweit ich das beurteilen kann, das Messer. Kommt aus den USA. Also ein Freund von mir hat es tauscht mit einem Amerikaner. Und ich habe es ihm dann abgeluchst. Gott sei Dank. Bin ich sehr froh, dass ich das in meiner Sammlung habe. Wirklich, mir gefällt es sehr gut und dadurch, dass es ist 111er, eines meiner Lieblingsdesigns ist, gefällt mir das natürlich auch sehr gut. Schauen wir uns nochmal da die Gesamtlänge an. Ja, ist knapp unter 25 cm, also ein bisschen kleiner wie das 111er. Schneidling haben wir da effektiv scharf 10,5, also 0,5 weniger wie beim 111er. Und Klingenlänge haben wir, ja, ich würde sagen, genau 11 cm, deswegen auch Chirogorov 110. So, was gibt es noch zum Sagen? Eigentlich, jetzt ruinieren wir da mein Deko auch noch. Eigentlich haben wir eh alles besprochen. Den Stall haben wir gesagt, Flachschliff, sehr fein hinter der Fasen, guter User, G10, Titanliner. Sehr tauglicher Titan Pocket Clip. Nicht 3D gefräst, glaube ich. Ich glaube, dass der Bogen ist. Noch die alte Hardware verbaut. Also nicht die typische Chirogorov Schlitzschraube bei der Achse, sondern eben innen Sechskant. Da haben wir noch eine Lanyard-Möglichkeit. Einseitig aber auch nur. Und wie gesagt, was Spezielles durch das Axis-Lock, also das gibt's eigentlich nicht mehr bei Chirogorov. Und wie gesagt, der Klingenlauf, Hammer. Also der ist so weich. Natürlich auch die Swatch, die hätte ich fast vergessen, wie beim 111er. Man kann das Messer dadurch, also eigentlich ist das die einzige, weil wir haben da keinen Flipper-Tab, ist das die einzige Öffnungshilfe, die Swatch. Und man kann es auch Spider flicken. Also zum Spülen ist das Messer wirklich super genial. Wirklich der Axis Lock, das ist, macht richtig Spaß zum Spülen. Das ist halt auch bei den Benchmade richtig cool. Nur ist halt da alles um einiges solider und weicher und läuft einfach besser wie bei einem Benchmade. Also zumindest bei allen, die ich in der Hand gehalten habe. Das ist halt schon qualitativ eine andere Nummer, hätte ich gesagt, wie Benchmade. Es ist auch sehr stabil aufgebaut. Also wir haben da innen einen Stop-Pin. Einmal, zweimal. Einmal fürs Öffnen. Einmal fürs Schließen. Da innen läuft eben der Axis-Lock. Und da hinten haben wir drei fette Standoffs verbaut noch. Die sieht man die Verschraubung nicht, das finde ich sehr gut gelöst. Die sind eben innen verschraubt bei den Titanliner. Und dann sind eigentlich nur mehr über die zwei Schrauben, sind die eigentlich da, haben wir gar keine mehr, die haben wir auch da integriert. Haben wir eigentlich nur eins, zwei, drei und eben die Achsschrauben, wo die G10 Scales noch drauf sind. Schaut für mich sehr cool, sehr clean aus. Vielleicht hätte man da auch nur die eine Schrauben und die noch weglassen können.
dann wäre es noch ein bisschen cleaner. Aber so garantiert man halt, dass die halt ziemlich gut sitzt und dass man da keine Spalt hat. Generell die Verarbeitung, typisch Chirograph, sehr, sehr gut. So, aber ich glaube, das ist alles, was wir sagen können. Der Zustand von dem Messer, perfekt, wie neu eigentlich. Und so ist es auch bleiben. Ich glaube, das wird mich auch nicht mehr verlassen in meiner Sammlung, das Messer. Vor allem, die werden auch nicht billiger, die Teile. Was ich jetzt mittlerweile so mitgekriegt habe, werden die so um die, je nach Zustand, so um die 700, 800 Euro gehandelt. Und ich glaube nicht, dass das noch billiger wird. Ein kleiner Nachteil noch, was wir haben, ist, dass die Klinge, die nutzt das sehr gut aus, den Griff, ist aber dadurch, dass es sehr breit aufbaut, haben wir da einen relativ großen Schlitz und wenn man da nicht aufpasst, kommt man wirklich mit dem Finger da um die Klingen. Aber ja, ich habe mich noch nie geschnitten, mir ist noch nie irgendwas passiert, aber das war vielleicht ein kleiner Punkt, wo man aufpassen müsste. Gut, das war's zum 110er. Auch ein Highlight in meiner Sammlung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bleibt gesund, bleibt daheim. Ich wünsche euch was. Ciao.